Mädchen, Teil 1. Ja! Ich liebe diesen Ort! Ha! Wer tut das nicht? Glaubt mir, ich kenne das Museum so gut und wette, dass ich jedes Ausstellungsstück mit geschlossenen Augen erraten kann. Okay, Angeber, dann leg los. Und nicht schummeln. Die Wette geht. Okay, hier drüben ist die Gesteinsausstellung. Nicht schlecht. Oh, und das ist der ägyptische Teil. Okay. Und das ist eins meiner allerliebsten Stücke. Der Drachengong. Ja, ich weiß. Ziemlich beeindruckend, oder? Oh, oh. Was ist denn? Hey, wo ist der Drachengong? Das weiß niemand. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Puff! Kommt schon, wie kann so etwas Großes einfach verschwinden? Oh, ich hoffe, dass Nachtninja ihn nicht gestohlen hat. Das können wir nur auf eine Art herausfinden. Wir beginnen sofort nachzuforschen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. PJ Masks, jetzt nicht mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Greg wird zu Connor wird zu Catboy. Hey, PJ Robo. Irgendwelche Hinweise aus dem Museum? Moment, was ist das? Oh oh. Was macht er da? Sieht ganz so aus, als ob er den Drachengong zum Rätselberg bringen will. Aber wieso? Weil er etwas weiß, das wir nicht wissen. Schnell zu den PJ-Geländebikes! Den Gong zurückholen, bevor Nachtninja noch etwas Furchtbares macht. Wow! Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist anders. Ja, ich spüre es auch. Und wo ist Nachtninja? So einen großen Vorsprung hatte er doch gar nicht. Eulenaugen! Ich sehe ihn! Fast geschafft, Ninjalinos! Fast geschafft! Oh Mann, das gefällt mir nicht. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass er den Drachen wieder herbeiruft. Kommt, wir müssen sofort zum Gipfel. Und los! Wow! Was geht denn hier ab? Glaubt ihr, dass Nachtninja dazu in der Lage ist? Ich weiß es nicht. Aber wir können nicht einfach nur abwarten, was als nächstes geschieht. Kommt, wir lassen die Geländebikes hier. Hey, habt ihr das auch gehört? Huh? Oh! Ah! Super Katzensprung! Oh. Klebeklatscher-Geysire! Vorsicht! Wow! Sofort weg von hier! Kommt mit mir! Das war knapp.
Nachtninja hätte uns fast erwischt. Ich glaube nicht, dass das Nachtninja war. Ja, sie sind einfach so aufgetaucht. Hier geht etwas sehr Seltsames vor sich. Es ist, als hätte der Berg schlechte Laune oder so. Nee, das muss Nachtninja sein. Was, wenn der Drachengong all diese seltsamen Ereignisse verursacht? Egal, was es ist, wir müssen es aufhalten, sonst erledigt es uns. Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helf dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Ich glaube, ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Leute, wartet auf mich. Bereit machen für die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment, Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und, wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst! Super Eidechsengriff! Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Stellt ihn genau hier ab, Ninjalinos. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Jetzt befreien wir den Drachen aus dem Gong. Keine Spur vom Drachen. Ja, und der Schlägel sieht aus, als wäre er fest in den Klauen des Drachen. Ich glaube nicht, dass der Drache frei ist. Aber was hat dann die Felsen bewegt? Und wie sind die Klebeklatscher aus dem Boden geschossen? Das will ich gar nicht wissen. Holen wir einfach den Gong und verschwinden von hier. Wenn doch dieser sture Gong endlich den Schlägel freigeben würde. Au. Selbstverständlich muss man die geheime Inschrift auf dem Schlägel lesen. Das wusste ich ja. Weißt du was, Klitzekleiner? Dann hast du jetzt die Ehre. Endlich! Jetzt kann ich den Drachen dazu bringen, die Pagode zu öffnen, um die Geheimnisse des Rätselbergs zu stehlen. Ja, Klitzekleiner. Und ich werde der mächtigste Ninja, der je gelebt hat. Wie spät ist es, Ninjalinos? Oh, es ist Drachenzeit! Nicht so schnell, Nachtninja! Was? Ha, ihr seid zu spät, PJ-Schnecken. Er darf auf keinen Fall den Gong schlagen. Ich mach das. Katzenstreifen! Entschuldige, Klitzekleiner. Die PJs haben mich dazu gezwungen. Ich hab dich, kleiner Kerl. Na gut. Ich denke, ihr erinnert euch an meine Drachenfreundin. Oh, oh. Vielleicht kennt uns der Drache ja noch. Was wünscht ihr, Meister? Ja. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich glaube, sie erinnert sich nicht an uns. Drache, wir sind's, die PJ Masks. Wir haben dir schon mal geholfen. Ha, dumme PJs. Der Drache gehorcht dem, der den Schlägel hält. Und das bin ich. Jetzt macht euch bereit, umgehauen zu werden. Okay, Drache. Fick sie weg mit etwas Drachenatem. Oh, nicht schon wieder. Tut mir leid. Ich muss gehorchen.
Wieder mal. Bis dann, dumme PJs. Das war lustig, Drache. Hä? Drache? Drache! Wo bist du? Hallo? Hallo? Ja, seht euch das an! Mein Drache hat die Pagode schon geöffnet! Ja! Was für ein Tag! Die PJs sind weg! Ich habe meinen eigenen Drachen! Und schon bald gehören alle Geheimnisse der Pagode mir! Was? Die mir gehört. Wer bist du? Was war denn das? Das Klebeklatscher-Monster Teil 1. Na los, probieren wir es nochmal. Ja! Hey, wieso steht der Geräteschuppen offen? Hallo? Hallo? Oh, oh, er ist ja völlig leergeräumt. Auch die Seile fehlen. Und die Laternen. Aber wieso? Ich glaube, Nachtninja hat alles geklaut, weil er nämlich den Rätselberg erkunden möchte. Okay, wie kommst du denn darauf? Ach ja, und ich habe das hier gefunden. Nachtninjas Materialliste für den Rätselberg. Seil erledigt, Laternen erledigt, Schriftrollen erledigt. Wenn das so ist, sollten wir mal nachforschen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Oilette! Ja! Greg wird zu... Wird zu Catboy. Hey Kumpel. Hi PJ Robo. Hey PJ Robo, was geht ab? Beeil dich, Klitzekleiner. Wir haben nicht ewig Zeit. Gesundheit. Und jetzt zack ich. Das gefällt mir nicht. Kommt mit, wir nehmen die PJ-Geländebikes. Hallo, Kleiner. Was ist, alter Freund?
Eindringlinge, sagst du? Komm, wir sehen mal nach. Ich hatte keine Angst. Nein, ich habe nur eure Ninja-Reflexe getestet. Bist du sicher, dass das die Höhle mit dem Verwandlungsklebeklatscher ist? Hey, ich hab da eine Idee. Also, ich steh schmiere und du erforschst die Höhle. Tschüsschen! Oh, oh, da ist das doofe Drachenmädchen. Mit der möchte ich mich nicht noch einmal anlegen. Schnell in Deckung! Das war knapp. Okay. Ich betrete diese dunkle Höhle und finde es überhaupt gar nicht gruselig. Keine Spur von Nachtninja. Katzenohren! Da entlang! Hast du den Zauberklebeklatscher gefunden, Klitzekleiner? Klitzekleiner. Oh, okay, ich geh dann mal. Gehen wir nach draußen, Ninjalinos. Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein Monster! Hey, passt auf, Ninjalinos. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um! In Deckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut! Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Oh, hallo, die dummen PJs. Ach, ich wollte einfach was für meine Fitness tun. In einer Höhle? Mit einer alten Schriftrolle? Das glaubst du ja selber nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Klitzekleiner? Wir suchen nach etwas.
Ruhe jetzt. Ich hab zu tun. Oh, an eurer Stelle würde ich da nicht reingehen. Er will nur nicht, dass wir reingehen, weil er was gefunden hat. Wetten? Nein, ich meine es doch nur gut mit euch, Spatzenhirn. Da ist ein Monster in dieser Höhle. Ach was, da ist doch kein Monster drin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht doch selbst nach. Darauf kannst du wetten. Genau, da ist irgendwas drin, was Nachtninja vor uns verbergen will. Die Schriftrolle liegt immer noch da drin? Oh. Die PJs dürfen sie keinesfalls in die Hände kriegen. Aber ich kann dich nicht nochmal reinschicken. Klitzekleiner! Ihr glaubt nicht wirklich, dass hier drin ein Monster ist, oder doch? Nein, er wollte nur nicht, dass wir rausfinden, was er vorhat. Ich sehe mal nach. Eulenaugen! Ich kann nirgends etwas Verdächtiges sehen. Katzenohren! Ich kann auch nichts Verdächtiges hören. Er will uns nur austricksen. Weiter geht's. Augenblick, was war das? Klitzekleiner, bist das du? Nein, du bist das Klebeklatscher-Monster? Seid ihr sicher, dass das da kein Monster ist? Das bedeutet jedenfalls nichts Gutes. Wenn das wirklich der Klitzekleine ist, dann muss er den Verwandlungsklebeklatscher gefunden haben. Oh, das ist ja der Hammer. Hey, du da, Monster. Ich befehle dir, die Pyjama-Helden anzugreifen. Klebeklatscher, Vorsicht! Ich kann es kaum glauben. Mein eigenes Klebeklatscher-Monster. Das wird mein größter Triumph aller Zeiten. Sind die Klebeklatscher ganz anders als sonst? Dieses Ding scheint sie zu kontrollieren. Endlich! Ich habe die Pyjama-Helden ein für alle Mal besiegt. Und die Stadt wird mir gehören. Mit der klitzekleinen Unterstützung meines kleinen Freundes. Kommt, Ninjalinos. Die Stadt gehört endlich uns. Genau. So ist's brav. Weiter, weiter. Dieses Zeug klebt super doll. Wir müssen uns irgendwie befreien. Ja, sonst macht Nachtninja mit diesem Ding noch die Stadt unsicher. Mission PJ Speer. Heute Nacht machen wir eine neue Mission im PJ Speer. Das wird großartig. PJ Robo kann uns noch mehr tolle Tricks zeigen. Oder, Greg? Greg? Hä? Oh, ja, Entschuldigung. Es ist nur, Lionel benimmt sich irgendwie komisch. Vielleicht langweilt er sich, weil er den ganzen Tag im Terrarium sitzt. Das wird es wohl sein. Er war heute noch nicht draußen. Hey, Kumpel, willst du nachher mitkommen und dir den PJ-Speer angucken? Abgemacht. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu Ja! Connor wird zu Catboy!
Robo. Was geht ab? Machst du den PJ-Speer etwa noch abgefahrener? Wir brauchen eine super spannende Mission, damit wir ihn nehmen können. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Lionel möchte dir Gesellschaft leisten. Der Buchladen. Da geht etwas vor sich. Zum PJ-Speer. Was ist los? Fühlst du dich immer noch komisch? Gecko, komm schon. Was? Oh, Entschuldigung. Es sind seine großen Augen. Die lenken mich einfach ab. Megatempo mag ich. Und seht euch den Scanner an. Aber er zeigt überhaupt nichts an. Vielleicht ist da etwas im Buchladen. Es ist keiner hier. Und es fehlt überhaupt nichts. Warum würde jemand einbrechen und nichts mitnehmen? Habt ihr das gehört? Hey, du Streuner. Wieso miaust du? Jetzt lässt du dich aber ablenken. Katzen sind cool. Die können auf sich selbst aufpassen. So wie ich. Aber wir müssen einen Schurken schnappen. Bewegungsmelder? Du hast an alles gedacht, PJ-Robo. Lionel ist heute wirklich nervös. Er ist voll aufgeregt, weil er im PJ-Speer mitfahren darf. Schon möglich. Zum Museum. Ich sehe mich drinnen um. Super Katzentempo! Es fehlt nichts, bis auf einen... Dino-Knochen? Aber warum wurde er zurückgelassen? Hör zu! Da oben, ein Vogel! Warum ist er denn nachts wach? Willst du es rausfinden? Ist in Ordnung. Er sucht wahrscheinlich nur nach Sachen für ein Nest. Hey, Vögelchen, zwi, zwi, zwi. Schau mal, was Luna hier hat. Eulette, meinst du, dieser Vogel würde wirklich in der Nacht sein Nest bauen? Nein, normalerweise nicht, aber... Konzentration, Leute. Wir müssen zuerst diesen Dieb fangen. Ja, schon. Nur Lionel geht's auch nicht gut. Und da war noch diese Katze. Was? Der Spielzeugladen. Drück auf die Tube, PJ-Robo. Der Dieb ist schon wieder verschwunden? Einige dieser Modellautos aus dem Schaufenster sind weg. Wartet, was ist das? Ist das vielleicht eine Art Tierfutter? Diese Mission wird immer seltsamer. Hey, eine Eidechse, eine Katze, ein Vogel? Das sind nicht irgendwelche Tiere. Die Tiere der PJs. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns von ihnen ablenken lassen. Mir geht der Vogel, den ich gehört habe, nicht aus dem Kopf. Ich musste auch die ganze Nacht über immer zu an Lionel denken. Seine Augen. Und ich habe auch so ein seltsames Gefühl. Genau hier. Ich habe hier auch so ein Gefühl. Ich auch. Lionel ist weg? Aber wie? Das ist die Mission. Unsere Seelentiere haben versucht, uns etwas zu sagen. Aber wir haben sie ignoriert. Naja, jetzt nicht mehr. Wir werden Lionel finden und ihm helfen. Höchste Zeit, Helden zu sein. Und zwar Tierrettungshelden.
Gecko? Du fährst durch die Stadt und wir suchen nach Hinweisen. Tiere sind auf höchster Achtsamkeitsstufe, Leute. Eulette? Ich benutze den PJ-Speer-Scanner. Tolle Idee, Eulette. Der Satellit ist eingeschaltet. Ihr macht das gut, Leute. Und ich werde meinen Gecko-Eidechsen-Sinn super wachsam halten. Leute, ich empfange Vogel- und Katzengeräusche, die aus dem Park kommen. Wir haben etwas. Luna Girl. Und sie ist nicht allein. PJ Robo, du bleibst hier. Es könnte gefährlich werden. Was hast du vor, Luna Girl? Und wo ist Lionel? Na ja, wollen wir mal sehen. Hier, kleine Eidechse, Luna Leckerli. Komm sofort zurück! Wir haben eine Abmachung. Ich gebe euch Leckerlis und ihr stehlt für mich. Lionel stiehlt nicht. Der Streuner würde das auch nicht. Und du auch nicht, oder? Du hast Lionel letzte Nacht Leckerlis gegeben, weil er für dich stehen sollte. Darum war er so aufgeregt. Ja, na ja, ich brauche sie, damit sie für mich was holen. Ein paar Spielzeuge. Ein Dinoskelett für meine Mondfestung. Nicht viel. Du hast schon Haustiere, die für dich stehlen gehen. Deine Motten. Oh, diese neuen Haustiere sind viel besser als diese doofen Motten. Motten, nicht doof! Oh, da seid ihr ja, Mottileins. Ja, aber diese Tiere gehören dir nicht. Du kannst sie nicht einfach nehmen. Kann und hab ich. Mozuki hat sich meine Haustiere gekrallt, also nehme ich die von anderen. Motten Mozuki gewählt? Tja, diese Haustiere wählten mich. Ist doch so. Ich sagte, ist doch so. Nein! Hör auf! Das sind unsere Seelentiere. Wirklich? Das tut mir leid. Ich konnte keine Elefanten oder Schimpansen finden. Mozuki-Motten-Haustiere viel besser als doofe Luna-Haustiere. Haha, von wegen. Luna gemein. Mozuki will alle haben. Mimit und lebe auf Mond. Ah! Hey! Lionel! Super-Gecko-Muskel! Ja! Oh nein! Du auch, Haustier von Mozuki? Gecko, es geht mir gut. Wir lassen dich nicht zurück. Gib mir meine Haustiere wieder, Mozuki! Tut, was Mozuki sagt und kommt für immer zum Mond. So viele Super-Haustiere, alle für Mozuki. Wie kommen wir hier nur raus? Wir hätten uns schon viel früher mit unseren Seelentieren verbinden sollen. Lionel, höre mich. Hilf mir. Kraft der Katze, hilf mir. Grauer Vogel, höre mich. Hilf mir. Bereit? Gut gemacht, Vögelchen. Und jetzt befreien wir uns hier alle. Diese Haustiere sind immer noch... Meine! Schau, was du getan hast! Große Schwester ruiniert alles! Die werden wir für eine Weile nicht sehen. Toll, wie du in der Blase gelaufen bist. Ich bin beeindruckt. Ich ignoriere deine Gefühle nie wieder, Vögelchen. Ich verspreche es dir. Wir sind ein gutes Team, ha, Kumpel? Willst du noch mal einen PJ-Speer fahren? Aber bloß nicht auf die Knöpfe drücken, okay?
Ich weiß, worauf du stehst. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!